Hallo, meine liebe Waage, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Mai. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meine Waage. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Genauere Erläuterungen zu den allgemeinen Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Okay, meine liebe Waage, wir schauen uns mal den Monatsanfang an. Das kann natürlich auch noch ein bisschen in den April hineinreichen. Zeitangaben sind ja beim Kartenlegen jetzt nie zu 100% genau zu nehmen. Es geht hier darum, dass du hier bei irgendetwas Klarheit erlangst, irgendwo den Durchblick hast, eine Art Erleuchtung hast. Das, was hier noch angekündigt wird, ist, das zeigt sich hier mit zwei Karten, es geht hier um irgendetwas, was abgeschlossen wird oder was du gerade, wo du gerade dabei bist, es abzuschließen. Ja, das kann sich hier, ich habe beim Ziehen der Karten gesehen, das könnte sich hier auch um etwas handeln, das im Laufe des Monats abgeschlossen werden soll. Und das verträgt ja auch keinen Aufschub mehr, ja. Also irgendeine Uhr läuft ab, irgendetwas, irgendein Abschnitt kommt zu einem Ende. Das kann jetzt natürlich sein, dass hier etwas fertiggestellt wird. Das kann auch sein, beispielsweise, dass man sich hier von jemandem verabschiedet, dass man oder dass hier eine Zusammenarbeit endet. Das kann auch sein. Also irgendetwas kommt hier zu einem Ende. Irgendwo sollst du hier auch Frieden finden. Von außen betrachtet, meine liebe Waage, kommt hier einiges in den Fluss. Hier öffnen sich die Schleusen, irgendetwas, was sich lange aufgestaut hat oder etwas, was lange nicht funktioniert hat, beginnt jetzt langsam ins Rollen zu kommen. Es kann hier auch ein Stillstand sein, der hier herausgeht. Also eine Erleichterung steht hier auf jeden Fall an, hat aber, denke ich, auch mit einer Herausforderung zu tun, die hier mit dazugehört. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die hier im Mai hochgefahren sind, beziehungsweise auch punktuell hochfahren können. Diese Blockaden sind bereit, aufgelöst zu werden und sorgen eben hier und da für Verzögerungen oder den ein oder anderen Stillstand. Es kann auch sein, dass hier eine Blockade dabei ist, die dir einfach nur bewusst gemacht werden soll. Auf deiner Ebene geht es darum, dass du auf deine Gedanken achten sollst, denn es gibt hier gute Neuigkeiten, die zu dir kommen sollen. Und es ist eben auch wichtig von der inneren Haltung her, dass du demgegenüber auch aufgeschlossen bist. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das hier äußert. Da vermute ich, das könnte sich hier vielleicht nochmal zeigen. Also es geht hier um gute Neuigkeiten, die eben aktuell blockiert sind, aber eben zu dir kommen sollen. Ja, also das ist hier etwas, das zu dir möchte. Also kann es sein, dass es hier um die innere Haltung geht, dass man das dann auch sieht oder wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Dann haben wir hier noch ein Geduldsthema. Ich glaube, das war kürzlich auch schon mal Thema in einer Waagelegung.
Irgendeine Geduldsblockade oder irgendetwas, wo man noch ein bisschen Geduld haben muss. Ich weiß, das hört man nie gern, meine liebe Waage, das kann ich verstehen. Da bin ich auch gespannt, wie sich das hier äußern wird oder ob sich das hier näher äußern wird. Fragen wir mal jetzt gleich nach, ob wir da noch ein bisschen mehr erfahren können, worum es hier geht. Okay, es könnte sein, dass du hier mit dir selbst mehr Geduld haben sollst, dass es hier um eine Blockade geht, wo du irgendwo schneller vorwärts kommen möchtest. Und es geht hier aber darum, auch etwas, einen Prozess anzunehmen. Ja, und es kann sein, dass du hier irgendetwas verarbeitest, was einfach eine gewisse Zeit braucht. Und dass du dir hier vielleicht auch selber Druck machst, ja, muss nicht sein, kann aber sein. Und dann haben wir hier noch etwas, das betrifft das Umfeld. Wenn diese Karte fällt, dann sage ich es auch immer dazu, diese Karte existiert seit 2015 und hat nichts mit den Geschehnissen der letzten Jahre zu tun. Ja, das möchte ich nur dazu sagen. Hier geht es mehr darum, dass hier irgendeine zwischenmenschliche Verbindung im Mai sich hier sehr ungünstig zeigt. Ungünstig unter Anführungsstrichen. Es kann sein, dass hier jemand in deinem Umfeld verstärkt Aufmerksamkeit von dir braucht oder Aufmerksamkeit einfordert, vielleicht mehr fordert als gibt, hier vielleicht jemand ein bestimmtes Problem einfach hat, also das könnte auch sein, das muss hier niemand sein, niemand mit einer bösartigen Motivation, hier kann man einfach erkennen, dass du hier im Laufe des Mai durch eine Person in deinem Umfeld hier einfach Gefahr läufst, dass dir hier ein bisschen zu viel Energie abgesaugt wird. Das ist jetzt aber nichts Dramatisches. Manchmal sind wir auch selbst diese Personen, die anderen Energie abziehen. Also eine ganz natürliche Entwicklung. Wenn das einem bewusst ist, ja, dass so etwas auf einen selbst zukommen kann, dann ist es meistens so, dass man sich hier ganz gut schützen kann, ohne diese Person, um die es hier geht, die vielleicht auch Hilfe braucht, ohne diese Person dann vor den Kopf zu stoßen, sondern man ist von der inneren Haltung her gleich schon in einer ganz anderen Energie und dann tangiert einen das hier tendenziell eher nicht. Ja, also das ist nur wichtig, da schauen wir dann auch, worum es hier geht. Es kann natürlich auch sein für den einen oder anderen, dass es hier um eine giftige Verbindung geht, um eine Verbindung, die hier ja vielleicht nicht so positiv ist an sich, wo es einfach auch wichtig ist, dass du auf deine Gesundheit achtest. Ja, aber wir wollen jetzt hier mal nicht davon ausgehen. Das ist hier, denke ich, eher eine kleinere Gruppe, wo es ja eben um eine Verbindung geht, die tatsächlich auch, wenn man sich hier nicht abgrenzt über einen längeren Zeitraum, dazu führen kann, dass sich das dann auch gesundheitlich äußert. Ja, also dass man dann anfälliger ist für Erkältungen beispielsweise. Ja, also das könnte hier der Fall sein bei einer eher kleineren Gruppe. Wir schauen jetzt mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten und schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Ich füge nur hinzu, dass eine Kartenlegung nie alles zeigt, was sich im eigenen Leben abspielt. Wir picken uns nur die Informationen heraus, die relevant sind, vorab zu erfahren. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier, was das Universum hier zu sagen hat. Hier im Bereich Beruf, Finanzen ist im ersten Monatsdrittel eine sehr, sehr positive Stimmung. Also das kann jetzt sein, das kann jetzt für eine bestimmte Gruppe auch sein, dass man hier einen Traum lebt, ja, oder dass man sich hier sehr, sehr wohl fühlt im beruflichen Umfeld oder hier ein neues Standbein startet, das viel Spaß macht, viel Freude macht. Also da ist eine enorm gute Energie zu sehen. Kann
auch dafür stehen, dass du hier vielleicht deinen Beruf wechselst oder deine Arbeitsstelle wechselst, oder kann auch sein, dass du eben die Branche wechselst, dass das ist hier auch möglich. Also hier kann man schon wahrnehmen, dass das hier sehr, sehr angenehm ist. Es ist einiges zu tun. Jetzt verstehe ich, was hier los ist. Es ist einiges zu tun und es ist wichtig, meine liebe Waage. Das ist auch ein Thema, das du hier vorab gleich zu im ersten Monatsdrittel dass ich dir hier mitteilen soll. Es ist wichtig, hier nicht alles auf die lange Bank zu schieben. Hier ist einiges zu tun. Du nimmst es auch sehr gelassen. Nur nimm es bitte nicht zu gelassen, weil sich hier etwas aufbauen könnte. Dazu kommen wir dann gleich. Und wir haben hier noch etwas. Du fällst hier auf. Jemand beobachtet dich. Das, was du machst, fällt auf. Das ist auch sehr spannend. Das kann sein, dass hier dann vielleicht auch jemand auf dich zukommt von außen, um mit einem Angebot oder mit dir zusammenarbeiten möchte, etc. etc. Eine Sache ist einfach wichtig: Lass bitte nicht zu viel am Monatsanfang liegen. Ja, das passiert uns allen immer wieder mal, dass wir irgendetwas hinausschieben. Und das ist hier wichtig. Da sagt das Universum gleich: Bitte strukturier dir hier bestimmte Aufgaben, auch wenn das viele, viele kleine Aufgaben sind. Bitte lass es dir nicht zusammenkommen. Dazu kommen wir dann gleich. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes oder nichts Unlösbares, aber da geht es um eine gewisse Prophylaxe. Wir schauen jetzt mal in die Monatsmitte und auch hier geht es eigentlich mit einer sehr, sehr positiven Stimmung weiter. Also es läuft offenbar in diesem Bereich sehr gut, kann ja auch um eine finanzielle Angelegenheit gehen, die sich hier sehr günstig entwickelt, dass hier irgendetwas gut gefruchtet hat. Man kann hier erkennen, dass du hier voll und ganz ankommst. Wichtig ist hier auch, dass es sein könnte, dass du hier tendenziell dass hier das Berufliche vielleicht einen etwas zu großen Raum einnimmt in deinem Leben, ja, also dass es hier auch wichtig ist, nicht die privaten Kontakte zu vergessen, ja, weil hier kann es sein, dass du dich sehr verbunden mit deiner Arbeit fühlst und dass hier vielleicht einen Ticken zu stark ist oder zu viel ist, was an sich jetzt nichts Negatives ist, aber es geht hier auch, wie gesagt, um die zwischenmenschlichen Verbindungen, um die privaten Verbindungen und das, und es kann hier eben auch sein, dass hier auch ein bisschen etwas liegen bleibt, weil hier können wir sehen, dass du von in der Monatsmitte von außen Aufgaben bekommst. Also wenn du jetzt beispielsweise selbstständig bist, kann es sein, dass du hier vielleicht sehr viele Aufträge hereinkommen und das baut sich hier auf in der Monatsmitte, was ja auch sehr wünschenswert ist. Das kann jetzt natürlich auch ein Angestelltenverhältnis betreffen, dass kann auch etwas anderes sein. Aufgaben von außen kommen hier auf dich zu. Kann auch sein, dass du hier gefragt wirst, ob du einiges übernehmen kannst. Das könnte auch sein. Es ist wichtig, dass du überlegst, bevor du Ja sagst, meine liebe Waage. Denn es kann sein, dass sich das hier enorm aufstaut. Das ist nämlich hier die Quintessenz im beruflichen Bereich. Es ist ja wichtig, im Mai eine Struktur zu machen, denn hier in der Monatsmitte beginnt die Aufgabenliste zu wachsen. Und das ist auch gut. Aber es ist auch wichtig, dass man hier gleich beginnt, denn das ist hier im Aufbau und das wird hier offenbar immer mehr und mehr.
Und jetzt kommen wir hier ins letzte Monatsdrittel, meine liebe Waage. Und da können wir, da tut sich jetzt einiges. Ja, also da kommt jetzt Schwung hinein. Hier haben wir nämlich, die Situation, dass hier sehr viele Aufgaben zusammenkommen und hier auch noch ein Zeitfaktor dabei ist. Den haben wir hier zweimal dabei. Den haben wir hier auch zu Beginn der Legung. Also nehme ich stark an, dass du von einigen Dingen bereits Bescheid weißt. Und im letzten Monatsdrittel sieht hier einiges danach aus, dass du hier sehr, sehr viel zu tun hast, dass hier einige Dinge zum Abschluss gebracht werden sollen, beziehungsweise hier auch einige Dinge dazukommen, die im Laufe des Monats erst entstehen, von denen du noch gar nichts weißt, also hier Aufgaben auf dich zukommen und dass hier eben auch ein Zeitdruck dann hier mitspielen könnte. Und das ist hier eben so wichtig, meine liebe Waage, denn die Schwingung ist gut und was auch immer du hier machst, das sieht hier sehr danach aus, dass du hier deiner Bestimmung folgst, deiner Berufung folgst, aber es ist wichtig, hier eine bestimmte Struktur zu erstellen. Es kann im Einzelfall natürlich auch so sein, dass das Ganze einfach hier explodiert und hier einiges zusammenkommt. Daher ist es auch so wichtig, dass du hier einen Plan erstellst, denn es kann sein, dass du hier vielleicht dann auch bei der ein oder anderen Sache einen Zeitaufschub anfragen wirst und dem kann man schon tendenziell irgendwo auch vorbeugen und das ist hier auch wichtig, denn diese gute Schwingung, die wir hier haben, die soll auch bleiben. Dann haben wir hier noch etwas, das betrifft das Umfeld im Bereich Beruf, Finanzen, dass du dir hier ganz klare Gedanken machst und es kann sein, dass du hier merkst, dass eine bestimmte Verbindung, ja, dass die hier gelöst werden soll oder in eine Sackgasse geraten ist. Das kann jetzt sein, dass hier vielleicht eine Aussprache ansteht, ja, dass es hier um ein Missverständnis geht. Das ist ja auch sehr oft der Fall, dass hier eben eine Verbindung hier sich ein bisschen schwierig zeigt. Es kann aber auch sein, dass es hier darum geht, dass du merkst, dass du mit einer bestimmten Person nicht mehr zusammenarbeiten möchtest. Beziehungsweise kann es auch sein, wenn du hier vielleicht mit jemandem ein gemeinsames Standbein hast, dass man hier sich vielleicht auch überlegt, dieses Standbein aufzulösen, weil es vielleicht tendenziell nicht mehr so viel abwirft. Das könnte hier auch der Fall sein. Es geht hier aber mehr um das ist ja alles nicht wirklich schlimm oder irgendwie negativ. Das ist ja mehr eine Befreiung, die hier ansteht, wo es eben auch darum geht, dass dir das hier bewusst wird und dass du hier einfach merkst, okay, das geht hier irgendwo nicht weiter. Und da muss dann eben etwas geschehen. Und dieses Bewusstwerden im letzten Drittel ist einfach wichtig, meine liebe Waage. Und du ziehst dann automatisch den Schluss daraus, der für dich einfach richtig ist und stimmig. Also es geht hier auch um eine Klarheit, die zeigt sich hier, wie gesagt, auch schon zu Beginn der Legung. Und das ist hier auch wichtig, ja. Also ich denke, dass hier in weiterer Folge auch Raum geschaffen werden soll für das, was dir hier so viel Freude bereitet oder das, was hier einfach auch so gut läuft. Wir kommen jetzt zum zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht gibt es hier auch die ein oder andere Querverbindung, beziehungsweise habe ich schon gesehen beim Ziehen der Karten, dass hier eine Querverbindung besteht. Dazu kommen wir dann auch gleich oder bestehen könnte. Es muss jetzt nicht bei jedem der Fall sein.
Hier geht es um eine Weiterentwicklung im ersten Monatsdrittel und dass du dich hier, denke ich, von einer bestimmten Person ganz gut, dass du dich hier irgendwo gut schützen kannst. Also da denke ich, wird diese Blockade hier fallen, die wir hier besprochen haben im zwischenmenschlichen Bereich. Im ersten Monatsdrittel geht es sehr, sehr stark darum, ja, sich hier irgendwo zu arrangieren in einer bestimmten zwischenmenschlichen Angelegenheit. Das dürfte hier eine Person sein, mit der du einfach mehr Kontakt hast und wo du hier irgendetwas schützt. Das könnte hier auch eine Idee sein oder ein Vorhaben, das du hast, und du lernst hier irgendwo diese Person in einem anderen Licht wahrzunehmen. Das kann auch natürlich ganz generell sein, dass du dein Umfeld hier anders wahrnimmst. Man kann ja eine Weiterentwicklung wahrnehmen, also sehr, sehr positiv. Und es geht hier eben auch darum, dass hier eine Person, dass die Bühne betritt oder vielleicht dich hier sehr stark beschäftigt, die gerne auf die roten Knöpfe drückt. Das erklärt dann auch ganz gut diese Schutzhaltung oder dieses Schützen einer bestimmten Angelegenheit. Es kann sehr gut sein, dass es hier in der Vergangenheit vielleicht bereits den ein oder anderen Konflikt gegeben hat mit dieser Person und dass du hier im ersten Monatsdrittel anders reagierst als bisher. Ja, also etwas verändert sich hier. Diese Verbindung verändert sich. Das kann auch sein, dass hier eine Verbindung in die Heilung geht, was dich hier schon länger beschäftigt hat. Und ich denke, es könnte hier sehr gut um diese Blockade gehen. Und ich denke auch, dass diese Schleusen oder diese Blockade oder die sich hier gezeigt hat zu Beginn der Legung, dass das hier auch Teil davon ist, dass hier etwas in den Fluss kommt. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte und hier können wir auch sehen, wie im Bereich Beruf, Finanzen eben diese Zuwendung zu deiner Bestimmung, also sowohl im beruflichen als auch im privaten, eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr positive Schwingung und du strahlst hier auf eine sehr besondere Art und Weise, gerade in der Monatsmitte. Und es geht hier auch, denke ich, darum, dass du hier tendenziell eine neue Person anziehst. Spannend. Ich glaube, in der Zwillinge-Legung ging es auch in der Monatsmitte darum, dass hier eine neue Person das Feld betritt. Also solltest du Zwillinge in deinem Profil haben, dann schau da gerne mal rein. Da kündigt sich, wie gesagt, auch eine neue Begegnung an. Also ich bilde mir ein, es war Zwillinge. Hier, das ist hier eine positive Entwicklung. Solltest du auf die Liebe schauen, kann es hier sein, also beziehungsweise solltest du auf Partnersuche sein, ist in der Monatsmitte ein günstiger Zeitpunkt oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, jemanden kennenzulernen, wo eben auch ein großes Potenzial bestehen könnte, ja, dass das etwas Ernsthaftes wird. Da kann man natürlich jetzt nie wirklich ein Versprechen abgeben. Das kann natürlich auch eine kurze Begegnung sein. Es kann auch sein, also wenn du jetzt nicht auf die Liebe schaust, dass es hier darum geht, dass sich hier eine neue Freundschaft ankündigt. Also der erste Eindruck, den wir hier haben von dieser Person, die hier angekündigt wird, der ist sehr, sehr positiv. Ja, also das hat ein großes Potenzial, eine Verbindung zu werden, die länger bestehen bleibt, egal ob es um Liebe oder Freundschaft hier geht.
Wichtig ist, wenn du neue Kontakte knüpfen möchtest, meine liebe Waage, dass du auch rausgehst und präsent bist. Also, dass man auch in Kontakt mit dir treten kann. Das sage ich jetzt nur der Vollständigkeit halber dazu. Ja, und dann schauen wir hier noch weiter und es hier wird offenbar dein Vorhaben geprüft, dieses Ausrichten auf deine Bestimmung. Du folgst ja auch deinem Weg und ich glaube auch, dass deine Intuition in der Monatsmitte sehr, sehr stark sein wird. Und es ist wichtig, auch das ist interessanterweise Teil der Zwillinge-Legung gewesen. Es geht hier auch um eine Begegnung mit einer Person. Da ist es eher irrelevant, ob du diese Person kennst oder nicht. Ich gehe davon aus, dass du diese Person kennst. Und diese Person äußert sich hier eher abwertend oder negativ gegenüber einem bestimmten Vorhaben oder vielleicht auch dir gegenüber. Ich denke, hier wird geprüft, ob diese Schutzhaltung, die du hier einnimmst oder dieser Schutz, den du hier irgendwo kreierst oder wo du etwas beschützt, ob der auch wirklich, ob das auch wirklich funktioniert, ja, ob das irgendwie eingerastet ist, denn diese Person, die sich hier zeigt, das könnte auch die Person sein vom Monatsanfang. Hier ist natürlich die Frage, in welchem Verhältnis stehst du zu dieser Person? Ist das eine Person, die du mit der du in Kontakt bleiben möchtest, oder ist das hier eine Person, die einfach sehr direkt ist? Denn diese Person tendiert einfach dazu, andere herabzuspielen und sich selbst eben in einem besseren Licht darzustellen. Das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, das möchte ich auch dazu sagen, und es muss auch nicht sein, dass diese Person hier bösartig motiviert ist, aber ich glaube schon, dass es hier auch bei einem gewissen Teil darum geht, sich die Frage zu stellen, möchte ich überhaupt noch in Kontakt mit dieser Person bleiben? Ja, also das kann man hier erkennen. Und wichtig ist ja auch, sich bewusst zu machen, dass diese Person nicht so viel vom eigenen Leben erfahren sollte, weil diese Person dazu neigt, alle Informationen gegen einen zu richten. Also das ist hier irgendwie, das schwingt hier mit. Das kann natürlich auch sein, dass diese Person einfach eine schwierige Phase durchlebt und dass es hier vielleicht einfach wichtig ist, ein bisschen auf Abstand zu gehen und sich das hier auch wieder verändern kann. Ja, also das sollte man sich einfach überlegen und vor allem auch, wie man zu dieser Person steht. Wir schauen uns jetzt noch das letzte Monatsdrittel an und hier ist es wichtig, dass du bestimmte Informationen für dich behältst. Das ist hier auch eine recht anstrengende Phase, wie wir hier schon im Bereich Beruf, Finanzen gesehen haben, dass zeichnet sich hier auch ab. Hier ist enorm viel zu tun im letzten Monatsdrittel. Hier kommt einiges zusammen, meine liebe Waage. Also ich vermute, dass du das eventuell vielleicht auch schon weißt. Das ist aber, diese Phasen haben wir immer wieder, meine liebe Waage. Also hier ist wirklich kein Grund zur Sorge. Es ist nur wichtig, dass man sich darauf vorbereitet und bestimmte Dinge einfach schon vorab erledigt, wenn das möglich ist. Was jetzt nicht heißt, dass man hier das ganze Monat durcharbeiten soll, aber bestimmte Dinge kann man schon vorab erledigen und da kann man sich einiges erleichtern. Denn auch hier wird angekündigt, dass du hier ein bisschen unter Zeitdruck stehen könntest, weil hier sehr viel ansteht und es geht hier auch um den richtigen Zeitpunkt. Da steht einiges an, auch sehr positive Dinge. Ja, also diese Karte hier ist generell sehr, sehr positiv zu werten. Kann auch sein, dass hier gute Neuigkeiten hereinkommen, dass das hier die Blockade ist, die hier fallen soll, meine liebe Waage. Und ja, es ist wichtig, sich hier
hier eine Struktur zu erstellen, denn gegen Monatsende hin kommt hier, ja, kommen hier einige Aufgaben auf dich zu. Zeitdruck, also der Zeitfaktor, der zeigt sich in dieser Legung viermal. Kann sein, dass hier einige Deadlines anstehen und du hast es aber bei vielen Dingen im Laufe des Monats in der Hand, wie du das Ganze managst. Ja, also das ist auch wichtig. Und das ist, denke ich, auch eine sehr wertvolle Information, weil hier einiges auf dich zukommt, von dem du jetzt auch noch nicht wirklich was weißt, also neue Aufgaben, die auch schön sind, aber halt in Summe könnte es sein, dass du hier vielleicht dann eben um ein bisschen Aufschub bitten musst, denke ich, denn manche Dinge haben vermutlich eine fixe Deadline, einen fixen Zeitpunkt, wann das fertig sein muss, ja, das kann, also das zeigt sich hier einfach auch und die Struktur ist hier sehr entscheidend. Und dann haben wir hier noch etwas. Ich denke, das hängt hier auch zusammen mit dieser Thematik hier im Bereich Beruf, Finanzen. Es geht hier um irgendeine Verbindung, die sich hier nicht so günstig entwickelt. Es geht hier auch um diese Sackgasse, habe ich das Gefühl, die dich hier auch im Bereich Beruf, Finanzen beschäftigt, also sehr stark beschäftigt. Das könnte hier eben eine Person aus dem privaten Umfeld sein, meine liebe Waage, weil sich das hier einfach, also für mich ist das hier eindeutig ein und dasselbe Thema, dass sich diese Bereiche hier sehr stark vermischen im Laufe des Mai, ja, vor allem eben im letzten Drittel. Und dass es hier darum geht, dass du hier bei einer Verbindung auf Abstand gehen könntest. Und das kann sehr gut sein, dass du mit dieser Person auf irgendeine Art und Weise auch in einer finanziellen Angelegenheit miteinander zu tun hast. Aber an sich geht es hier um eine Erleichterung. Es kann sehr gut sein, dass das auch diese Person hier ist, die wir in der Monatsmitte wahrgenommen haben, ja. Wichtig ist, wie gesagt, die Struktur, denn hier geht es auch um den richtigen Zeitpunkt, um das noch einmal zu sagen, im letzten Drittel, wo hier, denke ich, diese guten Neuigkeiten auf dich zukommen. Deshalb schau, dass du den Mai möglichst gut durchstrukturierst, dann denke ich, werden diese Stresssituationen vielleicht gar nicht aufscheinen gegen Monatsende hin. Ich meine, manchmal kann man es nicht verhindern, aber ich denke, dass dich das Universum einfach auf das aufmerksam machen möchte, meine liebe Waage, vor allem eben, dass du dich auf deine Bestimmung hier dann auch gut konzentrieren kannst. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.